verwandelt Jana der Schauer. 3:6. Aber das ist schnell gespielt, das ist gut gespielt vom Stralsunder AV. Es gibt keinen Freiwurf, es gibt geschweige denn 7 Meter. Stattdessen Gempo Gegenstoß und der Schauer erneut. Vier zu sechs. Ja, übertragen die Mannschaften ihre Aufregung ein bisschen auf die Schiedsrichter jetzt. Guter Versuch von Plöhm, stattdessen Tempo-Gegenstoß, Schwerin und Grünwald mit dem Anschlusstreffer. So schnell kann es gehen. 1:5. Klare Ansage jetzt vom Trainer von Stralsund. Sie soll Abstand halten, damit genau das nicht passieren kann. Seine Aufbaubewegung gestört wird. Die Fußentscheidung, richtig. Auch wenn die Spielerin das nicht verstehen kann. Und er verliert den Ball, selber Fuß und der Tempo-Gegenschuss läuft. Wieder über Jule Grünwald. Es gibt noch gelbe Karte gegen Jana Rudo. Schön die Lücke gerissen und dann den falschen Weg gegangen. Gibt 7 Meter wegen Abwehr im Kreis. Und dann gibt es noch gelbe Karte gegen Sandra Braun. Und der Schauer am 7-Meter-Strich. Und diesmal scheitert sie. Michaela Thermer am Tor hält den Ball und so bleibt Stralsund in Führung. Schön gespielt. Aber am Ende scheitert Sprecher gegen Susi Grimm. Schönes Kreisanspiel von Dirschauer, abgeschlossen von Julia Grünwald, 6:6. Ja, jetzt hat sich Grünwald warm gelaufen. Jetzt gilt es für Straße, dagegen zu halten und das ist nicht das Mittel. Schöner Block. Hätte selber gehen können, sucht den Weg über außen, der Winkel zu spitz. Und Thermer hat den Ball. Toller Einsatz mit dem Ball, Gewinn belohnt. Fußentscheidung. Arni wegen Stoßens, der Freiwurf für Stralsund. Ah,
Ah, das war zu einfach. Block kann man das gar nicht richtig nennen von Lisa Sperling, der hat einfach die Hände hochgerissen. Jetzt sehen wir im zweiten Kreis bei Stralsund. Das ist die Variante und da ist alles offen. Das ist klasse gespielt. Und verdient sich das Tor. Braun schließt am Ende ab, was die ganze Mannschaft hervorragend vorbereitet hat. 7-6 für Stralsund. Knut scheitert an Thermer, die bringt den Ball aber nicht ins Haus und so bleibt Grün-Weiß im Ballbesitz. Festgemacht. Von Plüm. Wieder klasse aufgepasst von Plüm. Kriegt er den Schubser. Und da gibt's gelbe Karte. Gegen Anne Christine Hering. Ballgewinn für Schwerin, wird nicht genutzt, Ball schon wieder weg und da weiß ich nicht wohin. Das ist Straßen schlecht gelöst, keine Anspielmöglichkeit, Ball wieder weg. Schöner Pass nach außen, aber Thermer im Tor, bleibt der Siegerin. Wieder Versuch über Außen. Ich nehme an, er hat Fuß entschieden. Passives Spiel angezeigt, Schmarin muss jetzt abschließen. Und der Schauer macht den Treffer. Bereits der Dritte. Und auf der Gegenseite ebenfalls Treffer Cindy Plüm, ihr erster, zum 8-7 für Stralsund. Und jetzt war aus richtig bei der gespielt, an die Latte. Und Freiwurf für Schwerin. Schöne Finte und der Treffer. Anne Christine Hering. Schön aus rausgespielt. Grimmelt. Da Lisa Sperling wieder mit dem
Standblock. Oh, schönes Kreisanspiel. Grimmel, Tempo Gegenstoß. Grünwald und am Tor vorbei. Kuriose Szene, eigentlich ein verhunztes Kreisanspiel, die dann doch bei der Kreisläuferin ankommt. Die scheitert dann und der Tempo Gegenstoß ebenfalls vorbei. Und das ist ein einfacher Ballverlust, wie er im Spiel nicht passieren sollte. Nicht bei so einem Spielstand. Auf der Gegenseite dann. Grünwald mit dem Ballverlust. Wieder Susi Grimm mit dem gehaltenen Ball und Grünwald und der Treffer. Und da gibt es Gelb noch hinterher für Sprecher. 9-8 die Führung jetzt für Schwerin. Und Schwerin, der Trainer, etwas verwirrt. Er meinte, sie hätte doch schon, aber dem war nicht der Fall. Rudo und Braun hatten bisher. Sprecher noch nicht. Nichtsdestotrotz. Schwerin nach einem 1-6 Rückstand. Jetzt mit 9-8 vorne. Am Arm gehalten von Hilger und Hilger hat schon Gelb. Da sollte es ebenfalls die gelbe Karte geben für Katrine Hilger. Sie hatte aber schon die gelbe Karte gesehen, deswegen gibt es jetzt die 2 Minuten. Deswegen auch die Beschwerde zu Unrecht von Schwerin dann hier, dass auf der anderen Seite die Spielerin ja auch runtergehen müsste. Sie hatte noch kein Gelb. Ah, sah mir verdächtig der Schrittfehler aus. Jetzt das Kreisanspiel. Und Grimm hält. Und diesmal ist Grimm nur am Ball, aber der Ball ist drin. Schwarzenberg, zweiter Treffer, 9-9. Ich bin gespannt, wie sich das Unterzahl-Angriffsspiel von Grün-Weiß jetzt auswirken wird. Wir haben einen Wechsel auf der Außenseite. Laura Stammer jetzt im Spiel. Da der Kreis aufgelöst. Schlechtes Anspiel von Grünwald. Kluth kriegt den Ball nicht mehr. Jetzt rollt der Ball hier unter meinen Sitzen durch und es gibt Auszeit vom Stralsunder HV und da hören wir jetzt mal rein. Leute, 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 vor allem ruhiger spielen, durchdachter spielen. Jana, Abstand musst du haben. Entweder gehst du da, wenn du den Ball zugespielt kriegst, gehst du ins 1-1 alleine, gehst du hoch. Ansonsten bist du zu dicht drauf. Und du siehst ja, dann kommen die Abspielfehler auf Jule zurück oder nach außen. Laura, du musst dich lösen. Ja, deine Spielerin kommt immer wieder mit raus. Dann musst du, entweder bleibst du ganz außen in der Ecke oder kommst noch weiter raus, dass du angespielt werden kannst. Ruhig spielen, Leute, ruhig durchdacht. Keine Hektik, Kombis laufen und dann ganz ruhig zum Abschluss. Ja? Ihr müsst euch hier nicht gegenseitig kaputt machen, indem ihr unnötige Wege lauft. Die Torhüterin ist schnell unten, ja? Über den Fuß werfen oder oben. Ja?
Ja, wenn man das mal zusammenfasst, was der Stralsunder Trainer in seiner ruhigen Ansprache gesagt hat, ist Spiel konzentriert und effektiv. Habt ihr keine unnötigen Wege laufen oder euch nicht kaputt machen, indem ihr unnötige Wege lauft. Genau das ist der Punkt, auch in Anspielung auf die Schweriner Bank. Es ist bisher ein schnelles, intensives Spiel gewesen und am Ende entscheiden auch die Kräfte. Zu kompliziert. Hoher Ball, der Ballverlust und das in Überzahl. Das tut doppelt weh. Und Kloth scheitert an Terme. Schnell gespielt. Schön über Außen und Sprecher mit dem Treffer. Und jetzt ist Schwerin wieder voll. Haben sie rechtzeitig noch den Treffer nachgelegt. Und jetzt kleine Formänderung. Katrin Hilger jetzt an den Kreis für Grünwald Schwerin. Wechsel und was für ein Kracher! Anne-Christin Hering mit dem Ausgleich. Mit Pfosten, Torwart und Netz und allem, was das Tor so zu bieten hat. Und auch das etwas, was der Stralsunder Trainer mir angesagt hat, die Außen weiter mit rauszukommen. Ah, schlechtes Kreisanspiel. Kreis gut gedeckt. Und jetzt mal das schnelle Spiel auf der Schweriner Seite. Und es ist erfolgreich. Christine Schröder, auch neu im Spiel, auf der Außenseite. Für Jule Grünwald, Sprecher scheitert am Pfosten. Und dann zurückgepfiffen. Das Kreisanspiel ist auf der anderen Seite. 7 Meter. Hering, erfolgreich. Vom 7 Meter. Erste 2-Tore-Führung. 12-10 für Schwerin. Und ich weiß nicht, was Stralsund da macht, das ist ein Drei-Mann-Kreis, beziehungsweise Drei-Frau-Kreis. Ob das so gewollt war? Bisschen viel Hektik im Spiel, gar nicht nötig. 2-Tore-Führung ist nichts, woran man sich in der ersten Halbzeit schon Gedanken machen müsste. Schönes Tor abgepfiffen, Ball in Kreis getreten von Braun. Ah, da haben sie gepennt. Maria Kloth. Schön das Einlaufen verhindert von Katrin Hilger. Aber dann war Lüdecke offen und da sagt Maria, da denkt Maria Kloth nicht lange nach, sagt Dankeschön, jetzt ein 13-10. Thank you.
Sprich, haben wir eine schöne Einzelleistung. Und dann sie greift den Kreis. Mal abgesehen davon stand sie da. Drinne. Und Strasow macht sich das Spiel jetzt viel zu kompliziert. Jana Dessauer, Treffer Nummer 4. Zum 14:10. Und jetzt Strasow und mal einfach, schnörkelloser. 14:11. So, Tempo bei Schwerin wieder rausgenommen. Spielzug angesagt. Und eine Auszeit genommen von River Schwerin. Also, gut zuhören. Spielfeld breit halten, ja, die Außen, schön Eck außen besetzen. Und das, was ich eben gesagt habe, hier hinten zwischen dem Innenblock und der Halbdeckungsspielerin. Katrin stellt sich hier an den zweiten Innenblockspieler. Hier steht der andere, also hier an den Äußeren. Hier steht der Nächste, die kommt offensiv raus, du hinterläufst. Wir spielen von links durch, stoßen durch und dann Ball dort reinlegen. Ja? Und dann immer zurück, immer zurück. Und das können wir auch, wenn wir links spielen. Und dann kann sie sich ja auch da absetzen. Genau, immer absetzen, aber nicht konsequent. Lass sie doch beschäftigen, wenn eine Chance aus dem Rückraum ist, nutzen wir aus dem Rückraum. Ja? Und hinten, Rückzugsverhalten, jetzt konsequent, bis zum Ende der Halbzeit. Los, komm. Vor allem aus dem Rückraum klappt. Los, komm. Ja, eine typische Auszeitansprache, 1,5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Nochmal ein Spielzug angesagt. Nochmal mit Taktiktafel genau hinterlegt, was jetzt passieren soll. Ganz wichtig, Rückzugsverhalten. Kreis soll die Sperre stellen. Schauen wir mal. Wenn die Chance aus dem Rückraum besteht, dann sollte werfen, das hat er gesagt. Die Chance war nicht da, aber der Ball ist drin. Anne Christin Hering, ihr dritter Treffer, 15:11. Verliert den Ball, ist der Schwung raus. Und jetzt das passive Spiel. Ja, dann entscheidet er am Block. Konsequent über der Außen gespielt und der Ball im Tor. Christine Schröder. Jetzt weiter. 16:11, das ist doch jetzt schon deutlich. Und gelbe Karte jetzt nochmal gegen Lisa Sperling. Die dritte gelbe Karte in dieser Halbzeit wäre die letzte. 7 Sekunden vor Schluss, fällt das wohl nicht mehr ins Gewicht. Und Susi Grimm hält den Ball. Jetzt gibt es nur noch Freiwurf. Den wird es noch geben. Nichtsdestotrotz, sie sind nach einer komfortablen Führung für Grün-Weiß-Schwerin zur Halbzeit aus. Und sie soll den Ball einfach ablegen. Auch wenn die Schiedsrichter noch ganz genau gucken, dass die Spieler haben sie mit der stehen. Ja, sie wirft die locker rüber und am Ende ist Halbzeit. Auf geht's. Zweite Halbzeit. Grün-Weiß-Schwerin 2 gegen den Stralsunder HV. Halbzeitstand 16:11. Und demnach liegt es an Strasow und hier das Spiel in den Griff zu bekommen, zuzulegen. Und das sieht nach allem aus, aber nicht, dass es besser wird. Aber die Kombination auch nicht sauber, aber
Und dann ist sie völlig frei. Sprecher. Hering rückt da beiseite. Sprecher sagt danke. Und am Strich steht das da, was da stehen sollte. Hering gefangen. Höchststrafe für einen Werfer. Ah, der konnte nicht zu Ende gelaufen von Laura Zich. Haben die Chance für Straße und hier direkt auf 3 Tore zu verkürzen. Und das wäre doch ein guter Start in die Halbzeit. In die zweite Halbzeit. Schön über außen gespielt, Grimm hält. Und Tempo Gegenstoß. Und Schwerin, Grünwald, sicher verwandelt. Abklatschen mit Blüm, die sie bedrängt hatte. Das ist Sport 17-12. Tempo-Gegenstoß landet am eigenen Fuß. Gedanklich sind beide Mannschaften noch teilweise in der Kabine, habe ich den Eindruck. Und 7 Meter. Schwanbeck setzt den Ball an den Pfosten, bekommt den 7 Meter zugesprochen. Und Andrea Klaasen geht jetzt ins Tor für diesen 7 Meter. Und Annegret Kohls wirft und scheitert an Klaasen. Und auf der Gegenseite das Tor. Katrin Hilger. Jetzt geht's fix, dann verliert sie den Ball. Fuß, das wäre die Möglichkeit gewesen. Aber mit diesen einfachen Ballverlusten, damit werden sie hadern auf beiden Seiten. Spät gespielt, dafür richtig. Grünwald schließt ab 19-12. Schrittfehler entschieden. Und Freiwurf an der falschen Platz ausgeführt und dementsprechend zurückgepfiffen. Mag man als Spieler nicht, wenn der Schiedsrichter so genau ist, aber Ordnung muss sein. So bleibt es beim 19-12. Oh, Grünwein scheitert von außen an Thermer. Der Ball geht in Seiten aus, deswegen bleibt Schmerin im Ballbesitz. Und 7 Meter. Und da gibt es noch 2 Minuten oben drauf. Ja.
Laura Zich. Und 7 Meter Hering. 1-1. Schade, der RV wirkt irgendwie völlig verunsichert. Das ist gar nicht nötig und ich will das auch nicht einzig und allein auf den Spielstand schieben. Einfacher Ballverlust. Und dann gibt es noch 2 Minuten gegen Braun. Jetzt wird es natürlich schwer für Straße, doppelte Unterzahl, riesig Platz für Grünwald, aber Schemme hat den Ball und dann kriegen sie ihn nicht. Zweite Chance, andere Seite, Pfosten! Glück für den SHV. Schwerin rückt nicht raus. Gedacht, dass wir ein oder zwei Spieler in einzelner Manndeckung sehen. Passiert, nee, gestoppt, ist das Tor! Prima Einzelleistung von Schwanbeck. 20-13. Wieder über außen, riesig viel Platz und Therme hält wieder den Ball. Ist die doppelte Unterzahl der Startschuss für den Stralsunder HV? Da stellen wir jetzt mal so einen Raum. Eine Unterzahl beendet. Dieser Winkel kommt. Und geht an den Kreis. Und Abwurf für die Grimme hält den Ball. Gegen Cindy Plüm. Claude bricht durch und 7 Meter. Claude noch was abbekommen. Und Hering wieder am 7 Meter Strich. Durch die Beine, sicher verwandelt. 21-13. Braun jetzt wieder dabei, damit Stralsund wieder vollzählig. Vielleicht kann sie jetzt den Schwung mitnehmen. Ja, einfache, sichere Kombination, wenn auch nicht schnell und es wird belohnt mit dem 7 Meter. Und für diesen 7 Meter kommt wieder Andrea Klaassen ins Tor. Und Schwanbeck möchte ihr Torekonto aufbessern. Vom 7 Meter Strich. Scheitert wieder gegen Klaassen. Und aus dem Kreis geholt, Ballbesitz, Stralsunder HV. Klaassen im Tor geblieben, hält auch diesen Ball. Hat jetzt hier die Möglichkeit, sich richtig auszuzeichnen. Es bestand ja kein Grund,
Susi Grimm aus dem Tor zu nehmen. Hält gut bisher. Braun schaltet. Wird ein bisschen über die Klippe genommen. Und nicht geahndet. Und Klaassen geht jetzt wieder aus dem Tor. Das ist natürlich kein Winkel für Stammer. Und ein Tempo-Gegenstoß über Umwege. Dann im Tor. Sicher. Ja. 21-14. Toll, aus dem Stand geworfen, fast ohne Ansatz. Aber Hering scheitert. Antenne, auch wenn wir auf Stralsunder Seite voraussichtlich auch einen Torwartwechsel sehen werden. Und genau, da tritt's ein. Christine Trippler jetzt im Tor. Blinder Pass kommt nicht an, Tempo-Gegenstoß. Sauber ausgespielt und sicher verwandelt, Christian Schröder. Abgepfiffen. Nicht genau zu erkennen. Stürmer faul, scheinbar. Und Schwerin wechselt weiter durch. Annika Bleek. Kommt der Sapper Außenseite für Stamme. Ja, man hat Schwerin alle Möglichkeiten. Man hat die volle Bank. Man führt. Deutlich. Und Schwerin blockt. Blockt und Straßenmärm mit Tempo und der Treffer. Das ist eine Möglichkeit. Sind die Plüm. Das ist gut mit Tempo. Die Ansage von der Mitspielerin. Aber das Tempo müssen wir öfter an den Tag legen. 7 Treffer hinten. 18 Minuten noch. Claude verliert den Ball. Tempo-Gegenstoß. Schlechter Pass. Aber Sprecher auch zugestellt. Stattdessen schnell gespielt von Schwerin. Claude mit dem Treffer. Pass von Susi Grimm, etwas zu lang. Schön der Querpass. Und Trippler hält.
Und Braun von außen. Macht den Treffer. Ah, der bricht durch, bekommt den 7 Meter. Pfostentreffer von Dirschauer. Hering, die bisher sich hier verwandelt hat, stand nicht mit auf dem Feld. Höchstwahrscheinlich werden sie es verschmerzen können. Dann darf er auch nicht vergessen, Römer Spring 2 ja quasi eine erweiterte Ausbildungsmannschaft. Und 7 Meter. Und dann gibt es noch 2 hinterher. So ist es gegen Lisa Sperling. Und wie könnte es anders sein? Andrea Klaassen zum 7 Meter. Bisher 2-mal angetreten und 2-mal Siegerin. Kann man nicht viel besser machen. Annegret Kohls versucht das erneut. Und diesmal ist er drin. Die Erleichterung im Gesicht abzulesen. Trotzdem, es bleiben 6 Tore, knapp 14,5 Minuten noch. Schwanberg versucht da ihre Mannschaft ein bisschen aufzurütteln, Kräfte zu mobilisieren. Für die letzten knapp 15 Minuten. Bei mehr werden es nicht. Bei einem gegebenen Unentschieden würde es direkt ins 7 Meter werfen gehen. Ja, eine Hand dran, aber den Ball nicht bekommen. Das passive Spiel angezeigt. Sie was auf die Nase bekommen. Ja. Jana Dirschauer. Ansage ist stellen, das heißt, Schwerin will, muss auch direkt abschließen natürlich. Passives Spiel angezeigt. Und der Ball ist weg. Kreiseinspiel, Kohls macht den Treffer von außen. Haben sie den Ball fast weggegeben, aber dann sicher rausgespielt. Noch 5, 23, 18. Hering springt hoch, kein Block da. Schwerin füllt wieder auf mit Christine Schröder. Schön, schnell gespielt mal, dann bekommen sie den 7 Meter.
und Kohls gegen Grimm. Und Grimm hält. Gibt's einen Applaus hier in der Reiferbahn? Ja, schon zu verzweifeln, wenn nicht mal die 7 Meter reingehen. Und kleine Kuriosität des Tages. Spielstand 24-18, genauso ging das Spiel aus Sicht des SV Krefeld aus bei Pädagogik Rostock. Heute vor knapp 2 Stunden. Hier, und das zeichnet auch dieses Spiel aus. 2 Spitzenteams der Liga, die beiden Spitzenteams, Platz 1 und 2 in der Liga. Werden wir ein paar mehr Tore sehen. Und Hering, schön hochgestiegen. Macht den Treffer und weiß gar nicht, konnte es nicht fassen, dass es so einfach war oder dass der Ball im Tor war. Schön durchgesetzt auf außen. Schwan bleibt hängen. Kurz wieder von außen, wieder erfolgreich. Die Belebung im Spiel des Stralsunder HV. Annegret Kohls. Oh. Gut gerettet von der Schauer. Und es wird ausgespielt. Jetzt muss was kommen, Hering kommt. Und feuert den Ball ins Netz unter den Augen ihrer Schwester. Katharina Hering ebenfalls hier in Schwerin ausgebildet. Erstmal das Tor von Plüm. Katharina Hering ja hier durch die Ausbildung des SV Grün bei Schwerin gegangen. Jetzt aktiv bei der Bundesliga-Vertretung des Buxtehuder SV. Und jetzt ist Straße und schon wieder erfolgreich. Sprecher. 26-21. Aber immer noch so einem kleinen Zwischensprint von Straße und lassen sie auch wieder nach. Sie können dem nicht mehr zusetzen, zumindest bisher nicht. Und deshalb reicht es bisher nicht, um ranzukommen. Und es bleibt bei 5 Toren Rückstand. Und um es in der zweiten Halbzeit auszudrücken, 10-10 in Halbzeit 2. Harder übers Tor. Schnell gespielt, aber da stehen sich die Straßen oder eigentlich selber auf die Füße. Und Abwurf. Braun durch den Kreis gelaufen. Würde ich interpretieren wollen. Aber so läuft Straße natürlich auch die Zeit davon. Aber dann wird das Kreuz gespielt auf Straße und der Seite, aber nicht konsequent zu Ende. Und dann stehen sie sich auf der Halbposition auf die Füße. Und wo sollen sie dann hinspielen? Und Hering steigt hoch. Hat einen Lauf jetzt. Blind gespielt in die Arme. Von Grünwald. Ui! Doppelpfosten. Trifft man auch nicht alle Tage.
Auch wenn sie sich über das Tor sicherlich mehr gefreut hätte. Und schön durchgesetzt am Kreis vom Braun. Verkürzt nochmal auf 5. Aber auch auf der Straßenseite, auf der Bank hat man registriert. Da geht heute nicht mehr viel. Es wird nicht mehr reichen zum Einzug ins Viertelfinale. Jetzt geht es darum, sich bestmöglich zu verkaufen. Leg von außen. Eigentlich ein schlechter Winkel. Und die Torhüterin nimmt es auch direkt auf sich. Stratum versucht es schnell. Und nicht verkehrt. Und dann mit vollem Einsatz eben voll hinterher sind die Plüm. Das sieht wilder aus, als es ist. Aber es zementiert natürlich jetzt die Führung für Grün-Weiß-Schwerin. Und Harder will da durchbrechen. Und wird gestört von Jana Rodo. Grün-Weiß in Überzahl. Gut von Kohls. Ja. Das war gar nichts. Sauber begleitet. Oh, Sperling von hinten. Erstmal das Tor für Stralsund. Und er dürfte 2 Minuten hinten drauf geben, nehme ich an. Nein. Nahm ich Fehler an. Plüm auf jeden Fall mit dem Treffer. Verkürzt wieder auf 5. Aber bei noch 4 Minuten zu spielen, brauchen wir kein Prophet werden. Klasse gespielt. Von Claude auf Grünwald. 29, 23. Wieder der Ballverlust. Hering. Ja, da war nichts. Festgemacht von Braun. Wirft direkt. Voller Übermut. Fasst sie sich ein Herz, wirft den Ball übers Tor. Wird ihr heute niemand übernehmen. Susi Grimm entschärft auch diesen Ball von Braun. Der lange Ball zu weit. Aber auch wenn Stralsund hier noch ab und zu versucht, das Spiel schnell zu machen, erkennt man den klaren Charakter dieses Spiels jetzt. An der Abwehrarbeit des SV Grün-Weiß-Schwerin. Man sagt des Öfteren, dass man an der Abwehr reden sollte. Schwerin hält ein Pläuschchen. Oh, No-Look-Pass, aber... Ja, eben ohne zu gucken.
dem Gegner in die Hände. Annika Blick. 30, 23, jetzt versucht man ja das Unmögliche auf Stralsunder Seite, wo das Einfache schon nicht geklappt hat. Und muss leider feststellen, dass das auch nicht viel mehr bringt. Ja, es war nochmal ruhig gespielt, nochmal schön gespielt und kommt dementsprechend auch erfolgreich zum Abschluss. Plüm mit dem 30-24. Und Hering steigt erneut hoch. Wird bei den Zuschauern sicherlich als Spielerin des Tages verbucht werden. Hat sie sich viel Selbstvertrauen geholt. ...31-24, jetzt sind es noch 45 Sekunden. Auf der Schweriner Bank wird schon abgeklatscht. Grimm hält nochmal den Ball, nochmal der blinde Pass nach vorne, der kommt auch fast an. Wird mit zwei Lächeln quittiert. Schön zu sehen, dass auch die Stralsunderinnen noch lächeln können. Weil auch, wenn es um den Pokal des Landes Mecklenburg-Vorpommern geht, man sollte vor allen Dingen Spaß am Sport haben. Und das beweisen die Straße. Und jetzt gibt es nochmal den Konter. Grimm erneut zu weit und das war's dann.